rein auf den super tollen Funko-Grillern möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen, und zwar erzählen, wie die Funko-Griller entstanden sind. Und zwar, das ist ein multifunktioneller Grilltisch, der mit wenigen Handgriffen und vor allem mit viel Zubehör unterschiedlichste Funktionen erfüllt. Ich meine, das ist überhaupt kein Problem, dann darfst du ja mitgrillen, was ich verstehe, ja? Also so werden wir das machen. Wir machen heute einen Tut-Gut-Burger, werden wir bauen, und Hühnerbrust, Zucchini-Spießchen auf Knoblauchbrot. Das hört sich fantastisch lecker an. Ich habe heim eh noch nichts gegessen. Gut, da kommen auch die Bucher drauf. Für wie viele Leute kommst du da aus? Das ist ja Wahnsinn. Wir übernehmen keine Haftung, gell, wenn der stickt, aber es schmeckt. Das ist eine Magram-Forelle. Was hättest du gern? Nur die Herrschaften hätten gern was anderes als eine Magram-Forelle. Können wir vielleicht Wild oder so? Der nächste Gang. Der nächste Gang? Der nächste Gang wird dann fleischiger. Ja, ein bisschen. Trotzdem, ja. Vielleicht vermisst er die den Raucher. Das Hühnerfleisch und die Zucchini damit ein bisschen salzig. So, dann lernt den Rest, haben wir da drüben noch dazu. Und dann wird ungefähr in 5 Minuten wieder serviert fertig sein. Ich nehme schön die Platten an. Das ist auch ein bisschen die Magram-Forelle, diese totale Eiweißbomben. Die Knoblauchsoße ist natürlich nicht mit Mayonnaise gemacht. Sie schmeckt aber so. Also jetzt kannst du es dann gern testen. Sie ist mit Joghurt, ganz bisschen Sauerrahm. Finalisierung, schauen wir, dass wir ohne Alufolie machen auf der Grillplatte, dass wir jetzt einen geilen Crunch reinkriegen. Jetzt da. So, Leute, wem darf ich das erste geben? Bitte sehr, lass ihn das schmecken. Mahlzeit. So, Leute, schau, nochmal was. Ruhe, hoppa. Bitte sehr, Mahlzeit. Somit könnt ihr mal testen. Was haben wir noch bei Tut Gut? Es muss immer kleine Portionen auch geben. Also es ist so, es darf nicht nur Hauptspeisen geben, beziehungsweise die Hauptspeisen müssen auch als kleine Portion möglich gemacht werden. Die Kindermenüs müssen so sein, dass sie nicht frittiert sind oder paniert sind. Es darf keine Süßigkeit drauf sein, sondern wenn, dann sollte es als Nachspeise einfach einen Obstsalat oder sowas geben. Bei Tut Gut ist auch noch ein Kriterium, dass man bei den Hauptspeisen immer eine Gemüsebeilage dabei haben muss, dass es schonend produziert wird, dass man keine Fertigprodukte verwenden darf. Ich meine, das ist sowieso in meiner Küche ganz logisch, dass man keine Fertigprodukte verwendet. So. War cool, oder? Danke für die Einladung. Geht ein Bier dazu. Roggenbrot. Das werden wir jetzt kurz antoasten. Da drüben haben wir die verschiedenen Labern, die sind aus 100% Biorind. Und wir werden noch den ganzen Burger ein bisschen pimpen, indem wir da hinten noch haben Zucchinis, Zwiebel, Tomaten, Gurken. Wir haben da hinten eine Knoblauchsoße, eine Barbecue-Soße. Es gibt das Brot bei mir, die verschiedenen Labern bei Kollegen. Und die Straße geht dann da hinten weiter mit Gemüse und da drüben sind die Soßen, ja? Und jetzt beim Burger werden viele Leute kommen, wir machen das einfach, wir werden keinen Burger machen, wir machen einfach eine Brotscheibe. Wie viele verschiedene Labern hast du? Ja. Haben wir jetzt nur auf den Burger alle gewartet, aber was ist mit euch, ha? Zwei. So. Bitte sehr. Danke dir. Bitte sehr. Bitte schön. Gemüse auch dazu. Ja, das ist so gut. Nicht so viel? Dann gib wieder die Hälfte. Ja? Da hinten hast du eine Gemüse und Soße.